Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Mass Effect mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich bleib jetzt bei Mass Effect und hier geht's runter zu den unteren Märkten. Das ist Jax. Aha, da haben wir ihn ja schon mal. Mit dem können wir auch reden. Morlan. Wir gucken uns hier erstmal um. Wo geht's denn hier hin? Was ist das? Was ist das? Türsteuerung? Hier waren wir doch schon. Na klar, hier haben wir die andere da gefunden hier. Das Einauge. Ich komme nicht auf den Namen. Und hier geht es zum... Hä? Interessant, interessant. Was ist denn mit ihm hier, mit Morlan? Hallo. Willkommen in Morlans berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Auf Wiedersehen. Ich will mal, ja, ich will nicht. Ordnung. Ich suche eigentlich. Glück, die ist hier aber gar nicht, ne? Ne, Dings suche ich. Ich kann auch nur mit ihm sprechen. Na, wir gucken mal. Hallo. Ja. Willkommen zeig. In Morlans berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie oh, mal sehen. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie nicht werden schon menschliche sehen. Menschliche Panzerungen. 442.000. Kolossus. Wow. Den will ich haben. Den will ich haben. Krogane, Trojaner. Boah, der ist ja nicht so doll. Kolossus. Schadenschutz. Trojaner. Kann ich mir den leisten? Könnte ich mir. So. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Was denn? Das war schlau von mir. Das war total schlau. Aber dann kriegst du den jetzt. So. Basta. Aha, hübsch. Ach, die sind denn so rot. Schön. Stehen bleiben. Das ist nah genug, Soldat. Was? Haben Sie mein Geld? Ja. Haben Sie die Mods? Zeig ihm die Ware. Sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Bitte sehr. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Kommt, Männer. Wir sind hier fertig. So, jetzt müssen wir... Feuereindämmungssystem. Hier haben wir irgendwas Spezielles gekriegt. Feuereindämmungssystem? Kinetischer Puffer? Nee, ich habe hier was mit Feuereindämmungssystem gelesen. Schildmodulator 7. Oh! Schild! Ohne Ende! Wartet mal, M? Nicht J? Die Lieferung zu Schellig bringen. Also müssen wir wieder zu Schellig. In die Zitadell-Sicherheit. Denn mal nichts wie hin da. Zappel, 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 zappel. Jetzt hat sich erst mein Schild aufgeladen. Mein neuer Schildbalken. Ich will jetzt hier bloß keine Waffe ziehen. Wir müssen in die... Da müssen wir hin. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert, wenn wir zu Schellig gehen. Schellig war... Hier glaube ich, ne? Da lang. Komm. Komm, John. Ich hab da was. Hallo. Ja. Commander, Sie haben etwas für mich? Hier ist Ihre Lieferung, Chalik. Großartig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht mehr, als ich brauche. Was hier, heißt? Nehmen Sie das, Commander.
Das brauche ich nicht. Und Sie haben sich das für Ihre Arbeit verdient. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Es beweist viel Integrität. Sie brauchten nichts zu tun, als ich Jenna gehen ließ. Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard. Universal gilt vorbildlich. Inventar. Punkte haben wir nicht gekriegt. 2 Balken noch. Polonium-Munition 7. Polonium-Munition. Giftschaden. Der Feinde verhindert. Ja, das ist doch gut ausrüsten. Guck mal, hier ist es fast voll. Ja, meine Güte. Helm aufsetzen. Ups, 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 ups. So. Kann ich denn jetzt endlich mal J drücken? Zitadelle der Fan ist jetzt nur noch. Und die Signalortung. Ja, das sind 2 Sachen, die werden wir wohl wahrscheinlich nicht mehr gelöst kriegen. Ich begebe mich jetzt. Ich könnte mich auch da mit dem... Scheiße, ich muss reden. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Entschuldigung. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Ach so. Korban? Ist das nicht der Salarianer, der uns darum bat, die Keeper zu scannen? Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! So, die unteren Märkte wieder. Ja, ja, wir kommen hier nicht weg. Wir kommen nicht zu Captain Anderson. Oh, Entschuldigung. So. Mal schön laut ins Mikrofon geräuspert, dass die Ohren wegfliegen für diejenigen, die Kopfhörer aufhaben. Falls sie das nicht schon getan haben bei den Schusssequenzen hier. Da, Märkte. Es geht schneller, als hier Sinnloses rumzulaufen. Die Ladesequenzen sind ja sehr kurz. Ein Salarianer. Das ist... Nein. Expat. Wir gehen mal nach unten. Da ist das Ausrufezeichen. Das sieht schon mal gut aus. Das ist er. Korban. Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente sind... Wir glauben Ihnen kein Wort. Yalit hat uns erzählt, dass Sie ihn verfolgen. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur... verschiedener Meinung. Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten,
hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und Sie wissen, dass wir es schaffen können. Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalit gestohlen hat. Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Ich werde keine Gesetze brechen, um für Sie zu forschen. Geben Sie zurück, was Sie gestohlen haben, oder ich werde Sie verhaften lassen. In Ordnung. Ich habe es verstanden. Also dann, keine Scans mehr. Ich finde sie auch nicht alle. Aber Yalit hat natürlich noch die Initialisierungsdaten. Ich bezweifle, dass er sie zurückgeben will. Ich kümmere mich schon um Yalit. Genau. Commander? Vorbildlich. Also war das keine gute Geschichte mit den Skippe... Keeper? Hießen die Keeper? Creeper? Mit die Creeper-Scan. Ich glaube, wir müssen wieder zur Zitadell-Sicherheit. Und dort den kleinen Volonen befragen. Oder so. Der war da lang. Captain Anderson, wir kommen noch mal vorbei. Irgendwann. Ist er noch da? Geh weg, du läufst hier immer rum, ne? Da ist der Dicke. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Ja. Sie haben mich angelogen, Yalit. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Das kann nicht so weitergehen. Ich werde darüber Bericht erstatten. Aber ich kann nicht. Was passiert mit den Daten, wenn ich weg bin? Was wird aus unserer Forschung? Daran hätten Sie früher denken sollen. Aber diese Daten könnten dazu benutzt werden, alle Geheimnisse der Keeper aufzudecken. Denken Sie nur, was wir alles über die Zitadelle erfahren könnten. Was ist mit diesen Daten? Nun, es ist alles noch sehr am Anfang. Aber laut der ersten Scans sind die Keeper so alt wie die Zitadelle selbst. Wir lernen vielleicht, wie die Zitadelle gebaut wurde. Oder warum die Keeper immer alles umändern. Es gibt endlos Möglichkeiten. Ich nehme den blauen. Wenn sie wichtig sind, bringen sie sie denen zurück, denen sie gehören. Ich denke wohl, das sollte ich. Okay, ich bringe sie zurück und arbeite dort daran weiter. Danke, dass Sie mich nicht anzeigen. Ich werde diese zweite Chance nutzen. Ich verspreche es Ihnen. Schönen Tag, Yalit. Er stand okay. Commander, hätten Sie Interesse, mir bei der Untersuchung der Keeper zu helfen? Was soll ich tun? Nehmen Sie einfach diesen Scanner. Immer wenn Sie einen Keeper sehen, scannen Sie ihn. Noch einmal. Wenn Sie einen einzigartigen Scan erwischen, bezahle ich Sie. Das ist alles. Viel Glück und bis bald. Was war denn das jetzt? Wir haben trotzdem vorbildlich gekriegt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, nur noch einer. Dann sind wir alle. Ja, ich komme ja schon. Entschuldigung. Ich komme ja schon. Ich komme! Ich laufe sogar! Schnelle!
Auf zum Flux. Wählen Sie ein Ziel. Flux. So, nun bin ich aber mal gespannt. Obwohl, da sind ja irgendwo noch irgendwelche Korridore. Aber nicht hier. Wo man denn, ne, hier hinten so, sollen Korridore sein. Da sollte eigentlich was passieren. Guck mal, hier sind wir noch nicht. Nein, warte mal, ich gehe nochmal runter. Dann sind wir ja hier unten. Hier sind wieder die Demonstranten. In Gedenken an Shang-Chi. Ja, in Gedenken an Shang-Chi. Guck mal, hier steht Gasse. Komme ich da? Ich könnte mal sehen, wenn ich jetzt... Kein Blut für Aliens. Ja. Mehr Hirn für die alte Dame. Ich hatte hier eigentlich aufgemacht. Das ist die Gasse. Das ist die Gasse. Hier sind wir jetzt in der Gasse. Und hier soll irgendwer die Daten... Tut er aber nicht. Hier ist keine... Ah, mir juckt das Auge. Hier ist kein Mensch. Und kein Ausländer. Kein Ausländer, kein Alien. Aber jetzt ist es bei mir auch schon so weit. Koras Nest, genau. Wir wollen aber zum Flux. Mach uff. Verflux nochmal. Jetzt sind wir hier unten. Ah, so. Mein Rücken tut weh. Zittergrafik, Zittergrafik. So, komm. Schnell, Shepard. Wir müssen zu Anderson. Steht er da immer noch? Der Arme. Blöder Händler. Hier hoch. Kein Blut für Alien. Die hat immer noch kein Hirn gekriegt, die Arme. Das tut mir aber leid. Jetzt? Was geht da ab? Das ist doch... Hä? Ja, was gibt's? Wurden sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass sie betrügen, dann betrügen sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Das ist doch aber Betrügen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Ah, das war die... Zitadelle. Mit Sheld sprechen haben wir doch. Ach so. Das war doch aber denn der Typ, der die Signale da... Hier sind doch die Automaten da oben. Ich glaube, dass das derart öffentlich passieren konnte. Das konnte er auch nicht. Der Agent von der Zitadelle-Sicherheit sagte... Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so über ihre Rückkehr zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Naja, dafür lebt sie noch. Mann, ey. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen.
So wie man sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte sie warnen, aber ich konnte sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass sie jetzt sauer sind, aber sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Und sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen, das wissen wir beide. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Immer muss ich entscheiden. Ich lasse ihn entscheiden. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Ich breche in das Büro des Botschafters ein. Er hat dem Ganzen eine persönliche Note verpasst. Okay. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Fertig. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Okay. Wir haben ein Ausrufezeichen. Warte mal. Weswegen haben wir hier ein Ausrufezeichen? Bei wem? Das Ausrufezeichen? Haben Sie Ihre Meinung geändert? Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Da haben wir jetzt keine Zeit für. So, dann werden wir mal zur Andockbucht reisen in der nächsten Folge. Jetzt nicht mehr. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss!